Morgen. Es ist dunkel, wie ihr seht. Aber es ist schon um 5. Ich bin halb 4 aufgestanden. Bin noch ziemlich kaputt von gestern. Die 14 Kilometer waren doch ganz schön anstrengend. Hiro steht jetzt schon auf dem Hänger. Wir warten jetzt auf den Jens. Der kommt mit, eigentlich zum Verladen. Also Hiro ist heute mal zuverlässigerweise draufgegangen. Und jetzt fahren wir nach Lüttewitz. Da haben wir eine A-Tresur und einen A-Spring genannt. Ja, was ich zuerst reite, weiß ich noch nicht. Beim Spring sind schon wieder über 70. Da überschneidet sich das. Wir werden sehen. Wir fahren jetzt erstmal hin. Ich hoffe, dass es dann hell ist. Und morgen haben wir 2 A-Springen. Da wird aber Patrick mitkommen, weil Jens hat private Sachen zu erledigen. Das muss auch mal sein. Ja, ich hoffe, es läuft alles gut. Das Training am Dienstag lief eigentlich sehr gut. Und eigentlich müsste ich auch einiges begriffen haben. Wir werden sehen. Wir fahren erstmal los und dann gucken wir mal, wie es wird. Ja, da sehen wir uns dann auf Turnier. Bis dann. Thank you.
wenn Biene nicht dabei ist, klappt das mit dem Film auf Turnier irgendwie nicht so. Spring und Tresor waren lala, also im Springen, das war jetzt nicht so berauschend. Der erste war gleich wieder rechts vorbeigeschnipst, der Sack. Danach war es eigentlich ganz gut, der war halt recht stark, ach was weiß ich, irgendwie war der doll. Und am letzten habe ich dann nochmal hingeschoben, weil es nicht gepasst hat. Und hätte ich lieber nicht machen sollen. Dadurch kam noch eine Stange, aber dadurch, dass der ja abgestanden hat, war es am Ende auch egal. Und in der Tresor, ja, ich musste die Sporen abmachen. Ich konnte keine Gerte dazu nehmen. Der war irgendwie total spannig und hektisch. Und ja, die Aufgabe, da haben wir uns halt so ein bisschen durchgemogelt. Mehr war es halt nicht. Ja, Wertnote 6,1 ist okay. Hätte ich schlechter erwartet. Naja, jetzt bin ich gerade noch zu einer Freundin gefahren, die macht heute so eine Art Sommerfest bei sich auf dem Hof. Und dort sage ich jetzt mal Hallo, weil die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und morgen früh um 7 geht es dann weiter mit 2 Springen. Und dann werde ich auch Mittag fertig sein und ja, mal gucken. Werden wir ja sehen, wie es wird. Ich hoffe, dass es ein bisschen gescheiter wird wie heute. Naja, wir werden sehen. Ja, und dann wünsche ich euch erstmal noch, ja, bis morgen. So, morgen. Wir haben jetzt Sonntag. Dieses Turnier fängt eine Stunde später an, weil von 81 genannten irgendwie plus 41, 39, irgendwie sowas reiten. Mhm. Und da haben die beschlossen, später anzufangen. Sehr gute Idee. Aber es ist schweinekalt. Der Parcours ist sehr niedrig. Und ich hoffe, Hiro wird sich nicht wieder einen aussuchen, den er nicht mag. Naja, mal sehen. Man könnte auch kurz wenden, aber wenn wir rumkommen. Ja, ansonsten haben wir jetzt noch voll viel Zeit, weil wir sind schon ziemlich zeitig und erst 36. oder so. Und ja, wir filmen dann wieder und dann seht ihr ja meine Katastrophe. Gut, bis später.
Springen war Hero sehr gut. Der war bloß sehr brennig und stark und so, aber der war null und aber zu langsam, weil ich in die Kurve gekommen bin und damit war man nicht mehr platziert. Voll schade. Und im zweiten Springen war er rechts. Wir müssen rechts. Im zweiten Springen war er eigentlich ganz gut, also auf dem Abreiteplatz richtig gut. Und im Parcours dann. Oh nee, wir müssen den durchlassen. Im Parcours war es dann so, dass an 1 wollte er stehen bleiben. Da habe ich dann noch den Haken reingedrückt. Dann ist er losgesprungen, da hat er nicht mal einen Fehler gehabt. Dann habe ich ein bisschen viel Druck gemacht, dann kam er so ein bisschen ins Laufen. War aber alles gut und in Kombination hat er dann im Aussprung hinten einen Fehler gehabt. Das war aber fast zu erwarten, weil die stand ganz schön dicht. Und ich habe den nicht aufnehmen können, weil er so brummig war. Rum auf 7 und einfach weil ich wusste, wenn ich jetzt gerade ausreite, wird das sowieso nicht und ich dann neu anreite, weil gerade ausreiten ist nicht so zum Stärken. Und da habe ich ihn aber im letzten Galopp schon ein bisschen reingeschoben, da hat er wieder hinten den Fehler gekriegt, aber an sich sprang er gut, das waren halt meine und wieder mal mein Problem. Ja, jetzt fahren wir heim und dann mal gucken. Ja, wir haben jetzt dann noch zwei Turniere, muss ich ja abbiegen, ja. Und dieses Jahr auf jeden Fall drei Turniere noch und dann werden wir sehen, vielleicht.